Hallo da draußen. Ja, ich habe wieder ein Buch gelesen und zwar diesmal Gute Geister von Catherine Stockett, erschienen beim BTB Verlag. Nun, ich hatte deswegen so großes Interesse, dieses Buch zu lesen, weil nun eine Verfilmung in die deutschen Kinos kommt, bald, wo einer meiner Lieblingsschauspielerinnen mitspielt. Und als ich dann erfahren habe, dass dieser Film auf einem Roman basiert, musste ich natürlich zuerst das Buch lesen. Nun, worum geht es in diesem Buch? Dieses Buch spielt 1962 in Jackson, Mississippi und wird aus der Sicht von drei Protagonistinnen erzählt, und zwar zum einen von zwei schwarzen Dienstmädchen, Abilene und Minnie, und von der Baumwollplantagenbesitzer, die Tochter, sagt man das so, ja, Sketcher. Hierbei wird das Thema thematisiert über schwarze Dienstmädchen, die für weiße Frauen der Mittelschicht oder Oberschicht arbeiten. Wie gesagt, das Buch wird aus drei Sichtweisen erzählt und eigentlich geht es in diesem Buch hauptsächlich darum, dass Sketcher, die als einzigste ihrer Freundinnen ihren Abschluss an der Universität beendet hat, ernsthaften Journalismus schreiben will. Sie hat zwar schon eine Stelle beim Jackson Journal, allerdings nur um Haushaltstipps zu geben. In einem von Männern dominierten Beruf ist das zwar schon ein bisschen was, aber sie will definitiv mehr erreichen. Daher hat sie die Idee, warum nicht einmal die Dienstmädchen ihre Seite der Geschichte zu erzählen lassen. Denn Sketcher und auch die anderen Freundinnen von ihr sind es gewohnt, Dienstmädchen zu haben. Das ist ganz normal und natürlich ist es auch normal, dass das schwarze Frauen sind. Doch keiner hat sich je getraut, ihre Geschichte zu erzählen, wie es ist als schwarzes Dienstmädchen, wie man behandelt wird, welche Ungerechtigkeiten man erfährt oder auch welche Freunde man damit hat. Nun, das Ganze ist natürlich nicht leicht, denn Mississippi ist ein Staat, in dem die Rassentrennung noch sehr, sehr rigoros gehalten wird. Sollte man als Schwarzer auch aus Versehen das Klo für Weiße benutzen, so wird man schon auf offener Straße zusammengeschlagen. Also all sowas passiert und ist hier an der Tagesordnung. Darum ist es für Sketcher auch nicht leicht, Abilene oder Minnie zu überzeugen, dass sie ihr helfen. Doch irgendwann bekommt Sketcher die beiden rum und zusammen versuchen sie, die Geschichte aus ihrer Seite zu erzählen. Auch im Roman selbst wird eben nicht nur aus Sketchers Sichtweite erzählt, sondern auch aus Abilene und Minnies. Und man erfährt so ein bisschen was zu ihren privaten Hintergründen, zu ihrer Familie, zu ihrer Denkweise, zu ihrer Art, zu ihrem Charakter. Darum geht es grob. Ich will da gar nicht so viel mehr erzählen, was genau alles in dem Buch passiert, weil ich finde, wenn ihr das grobe Gerüst kennt, sollte das schon interessant genug für euch sein. Ich fand dieses Buch wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Die verschiedenen Sichtweisen waren klar zu erkennen. Hier hat auch selbst die Autorin darauf geachtet, dass selbst der Erzählstil von Abilene und Minnie sich komplett von dem von Sketcher unterscheiden. Das war natürlich sehr, sehr toll. Für mich war dieses Buch sehr, sehr berührend, denn es zeigt, dass Rassentrennung und Rassenfeindlichkeit zu der damaligen Zeit noch einen sehr, sehr hellen Stellenwert in der Gesellschaft hatte. Ich meine, es wird wahrscheinlich immer irgendwelche Menschen da draußen geben, die aus irgendeinem erfindlichen Grund, ob Hautfarbe oder Religion, meinen, man müsste andere diskriminieren, obwohl wir da nun mal eigentlich alle gleich sind. Allerdings ist das, glaube ich, heutzutage eher ein geringer Teil, und damals war es eben ein allgemeines eine allgemeine Dazugehörigkeit. Es war einfach der Standard. Es war einfach so, dass man schwarze Dienstmädchen behandelt. Und nicht alle sind immer gut behandelt worden. Dass damals die Rechte von Schwarzen einfach mit Füßen getreten worden sind. Und ich finde, die Geschichte ist perfekt angesiedelt in den Jahren 1962 bis 1964 und zeigt über einen sehr langen Zeitraum die Entwicklung. Man sieht auch sehr schön die Weiterentwicklung der einzelnen Charaktere. Besonders finde ich bei Sketcher,
die sich sehr, sehr wandelt im Laufe des Buches und sehr, sehr viel Einsicht bekommt in das Leben dieser Dienstmädchen. Genauso wie die Dienstmädchen selber, die auch einen anderen Blick auf alles werfen können und besonders eben ihre eigene Geschichte hervorbringen können. Ich finde, das Buch ist perfekt angesiedelt in dem Beginn der 60er Jahre, weil dieses Jahrzehnt ein Jahrzehnt von viel Umbrüchen war. Ob es jetzt nun die Ermordung John F. Kennedys war oder die Ermordung Martin Luther Kings, wo allerdings natürlich vorher noch die ganze Rassenbewegung in Aufruhr kam. Ich finde auch, dass das Buch in Mississippi sehr gut eingebaut ist, weil ich denke, in einem anderen Bundesstaat würde die Geschichte nicht so glaubhaft sein. Denn Mississippi gehört einfach noch zu einem der Staaten, die noch sehr lang an diese Rassentrennung geglaubt haben und die verinnerlicht hatten und das, glaube ich, vielleicht sogar noch zum Teil immer noch so ein bisschen so in den Köpfen rumschwirrt. Ich selber habe mich auch natürlich aus Neugier mit solchen Themen befasst. Dieses Buch hat dieses Thema auf eine sehr schöne Weise erzählt. Wie eben gesagt, dass es getrennte Eingänge für Schwarze gibt, farbige. Und ein sehr schönes Thema finde ich in diesem Buch die Klofrage. Denn es gibt einen Charakter in dem Buch, der findet, dass sich Farbige und Weißen auf gar keinen Fall ein Klo teilen sollten und dass Dienstmädchen auf jeden Fall eine eigene Toilette haben sollten. Weil die Krankheitsübertragung und die Keime, und das ist einfach widerwärtig. Und ich musste da einfach schmunzeln, was sich Leute einfallen lassen, nur um andere zu diskriminieren. Und ich meine, na klar, das ist ein fiktiver Roman. Aber trotzdem, solche Damen gab es bestimmt früher auch. Und da musste ich schon an einigen Stellen sehr schmunzeln. Also ihr seht, ich bin von diesem Buch schon sehr begeistert. Darum gebe ich auch diesem Buch 5 von 5 Büchern, weil wirklich die Thematik einfach toll ist. Sie ist wunderschön erzählt aus 3 Sichtweisen und fasst ein Thema sehr schön zusammen. Und ich glaube auch, dass die Verfilmung ziemlich gut ist. Catherine Stockett, zum Schluss erzählt sie auch noch, plaudert selbst aus dem Nähkästchen. Und ich glaube auch, dass das für die Autorin, obwohl die 60er so lange schon her sind, immer noch schwierig war, dieses Thema aufzugreifen, weil sie selbst noch mit einem schwarzen Dienstmädchen groß geworden ist. Und dass das vielleicht in manchen Regionen immer noch so ein kleines Tabuthema findet. Aber ich bin froh, wenn sowas aufgegriffen wird, weil ich sowas nur unterstützen kann. Und so ein Buch, um da reinzuschnuppern und einen Einblick in das Ganze zu bekommen, ist natürlich sehr schön. Ich empfehle euch dieses Buch somit von ganzem Herzen. Ich war wirklich begeistert, wie es auch schon andere Blogger und Vlogger waren. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.